Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge LS. Ach Quatsch, Bausimulator spielen wir ja. Bausimulator. Hier in unserer Firma, wir machen heute wieder guten Morgen. Laden jetzt die Kaltfräse und fahren ins Scania heim. Und dann teeren wir. Dass ihr mal kurz einen Plan habt. Vielleicht werden wir die Folge fertig. Vielleicht brauchen wir auch nächste Folge noch ein bisschen. Völlig egal. Aber nur, dass ihr da schon mal was davon gehört habt. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt aktuell auf Kreuzfahrt, wenn ihr das seht. Alles vorproduziert, auch nächste Woche noch. Und nur, dass ihr Bescheid wisst. Ansonsten hoffe ich, dass wir einen neuen Auftrag auf jeden Fall anfangen demnächst. Wäre ganz cool. Jetzt schauen wir mal, wenn wir heute fertig werden, dann wird es auf jeden Fall was. Ansonsten schauen wir mal. Ja, aber ich glaube heute, wir werden auf jeden Fall heute fertig. Wenn nicht, waren wir morgen fertig, aber schon nach der. Nee, wir waren heute fertig. Ziemlich sicher. Wir fahren jetzt die Fräse weg. Fahren wir ins Scania schnell weg. Dann teeren wir die Scheiße schnell, walzen das und dann Abfahrt. Wenn jetzt nichts irgendwie dazwischen kommt noch, wird es auf jeden Fall alles safe. Und dann suchen wir uns in der nächsten Folge einen neuen Auftrag aus. Wahrscheinlich wird es da vom Umweltminister einfach der nächste. Und dann schauen wir mal, was da noch ansteht oder was es dann zu machen gibt. Wenn dann ein bisschen Baustelle einrichten, was brauchen wir? Vielleicht kaufen wir uns einen Radlader. Vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht. Und dann fangen wir an. Ich weiß nicht, ist jetzt der nächste schon die Biogasanlage oder doch noch nicht? Das weiß ich nicht. Oder ist die Biogasanlage, ist es vom Umweltbeauftragten oder vom Klim? Ne, warte mal. Was gibt's alles? Es gibt den Investor. Es gibt den Verkehrsminister. Ach ne, den Kulturminister. Oder Kulturbeauftragten. Und den Umweltminister. Ich glaube, Biogasanlage müsste das nächste sein. Oder? Naja, sehen wir dann. Schauen wir jetzt nicht nach. Wir sehen es ja dann, wenn wir dann den neuen Auftrag uns raussuchen. Schauen wir mal kurz, wo wir das Ding hinstellen. So, wir stellen es da zwischen Pritsche und Betonpumpe. Die können wir dann auch ins Lager stellen oder in die Halle. Weil die brauchen wir ja nicht so oft, die Fräse. Da steht sie gut. Passt. Dann düsen wir wieder zurück. Fahren wir ins Scania schnell her. Und dann schauen, passt das, glaube ich, auch alles. Können dann noch mal kurz einen Blick in dieses Fähigkeiten-Ding werfen. Da haben wir auch vor ein paar Folgen mal herausgefunden, dass man da noch mehr machen kann, als nur die Punkte verteilen. Kann der ja noch Sachen kaufen. Jetzt fahren wir, scheiß drauf. Da, ob wir da vielleicht noch irgendwas kaufen dürfen können. Schauen wir mal.
Sauberer. Ich weiß gar nicht, was da im Navi gerade eingestellt ist. Der lotst uns wieder irgendwo anders hin. Könnte der mal Maschinenhandel noch sein? Was könnte das noch sein? Weiß ich nicht. Baustoffhändler vielleicht? Nee, der ist nicht. Was wollen wir denn mit dem Baustoffhändler? Egal. Jetzt tanken wir aber schnell den LKW. Da vorne an der Tanke, weil das ist die letzte Tankstelle. Höchstens auf dem Rückweg noch, aber dann vergessen wir es wahrscheinlich. Deswegen schieben wir da kurz rein. Oh Gott. Ja, egal. Lassen das Ding einmal reparieren. Und einmal voll danken. Dann ist der wieder ready. Und dann, ach Gott, da steht er. Stonia. Frisch geteerte Straße. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal wieder dahin und laden den Scheiß auf, wenn wir fertig sind. Das kann ja reinfahren noch schnell. Machen wir auch noch schnell. Dann ist der weg. Wenn wir das Ding noch leeren. So, dann wenn wir den daheim haben, können wir vorher mal schnell den Teer da drauf, eineinhalb Bahnen oder zwei Bahnen und Walzen, Aufladen, Abfahrt. Finales Gespräch vielleicht noch. Und dann war's, dann sind wir fertig. Ach ja. So. Fahren wir eben schnell hier rein. Ne, den parken wir vorne beim Mischer. So, nee. 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 Jetzt. Viermal den falschen Knopf gedrückt. Einfach inkompetent. Die Inkompetenz lässt grüßen.
Und Abfahrt. Geht jetzt auch mal an. Jetzt. Scheiß Ding kommt da nicht hoch. Oh, leck, Alter. Nee, rückwärts. Nee, oder? Schaffe ich das? Ja, nicht leeren, anschalten. Jawohl. Und Gemma. Dann laden wir die scheiß Walzen noch schnell, dann laden wir den Kack und abfahren, Alter. Haben übrigens Vollsperrung beantragt, das heißt, wir können den ganzen Spaß jetzt dann auch auf die Gegenfahrbahn stellen zum Beladen. Habe ich so beantragt. Das wurde auch genehmigt. Das heißt, wir können das Ganze hier einmal hinstellen. Gar kein Problem, das ist gar kein Thema nicht. Und jetzt ballern wir schnell in die Walze. Das hätte es noch schön. Einmal abwalzen. Und dann passt es. Na, dann können wir morgen ganz entspannt neue Baustelle. Und dann geht's. Schauen wir mal, was dann da abgeht.
Herrlich, wenn was funktionieren. Sei es nur den Kackladen, Abfahrt, Feierabend. Also nur sprechen, aber bevor wir sprechen, laden wir wie gesagt schnell. Vollsperrung haben wir ja genehmigt für einen kurzen Moment, ist ja logisch, ne? Wir würden ja niemals die Straße hier vollständig blockieren, wenn wir das da keine Genehmigung für hätten. Das würde niemals passieren. Das Ding noch leeren. Oh, nicht runterfallen. Perfekt. Und diese Gerät muss auch noch da drauf. Ach. Ja, da aussteigen, ja. So. Festmachen. Dann. Da können wir bestimmt einmal rumziehen, oder? Jo. Doch nicht. Ohne Probleme kommt sie, Junge. Ich vergesse immer, dass sie abgesperrt ist. So, jetzt sprechen wir noch kurz mit der Frau von und zu Umweltminister. Ne, wer ist das jetzt? Doch Umweltministerin. Egal, Gespräch starten. Die illegale Entsorgung von Abfällen in der Natur ist deutlich zurückgegangen. Ah Gute ja. Arbeit. Erst die fachgerechte Entsorgung ermöglicht es doch überhaupt, kaputte Sachen zu recyceln. Nö. Ich hoffe, die Bewohnerinnen und Bewohner verstehen eines Tages, dass Müll nicht einfach verschwindet. Dank Nö. dir ist die Stadt wieder ein klein wenig sauberer geworden. Und ich Natürlich. bin mir sicher, dass es nicht unbemerkt bleibt. Doch. Die schon so ein Klima. Weiß schon, ne? Jetzt haben wir hier eine richtig schöne, edle neue Straße. Na, oder? Jetzt haben sie den Scheiß wieder runtergeladen. Ach, fickt euch, Alter. So, das, dann machen wir das nicht so. Dann alles zurücksetzen. Ja, Scheiß. Nochmal aufladen durch den Scheiß, ganz sicherlich nicht. Aber zurücksetzen kann ich es auch allein. Da braucht, müsst ihr ja nicht dabei sein, unbedingt. Weil dann würde ich nämlich, obla, dann würde ich nämlich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.